Dieses Video wird ermöglicht durch eure Einkäufe in der Spielebude, sowohl vor Ort als auch in unserem Webshop, sowie durch euren Support über unser Ticketsystem und Patreon. Herzlichen Dank dafür und jetzt viel Spaß! Hallihallöchen und herzlich willkommen zum neuen Walk-of-Tister-Spezial heute. Ich werde gerade gefragt, und zwar wollen wir gerne heute gemeinsam Sherlock Holmes einen Fall lösen. Ich werde mal eben die Kamera noch ein bisschen passender hier hinhauen. Mit Sprachchat oder mit Twitch-Chat. Ich würde doch einfach mal sagen, kommt doch gerne in den Sprachchat beim Discord-Channel mit rein. Das macht doch Sinn. Da bin ich auch gerade drin. Dann können wir super miteinander ein Ründchen klönen und gemeinsam überlegen. Wenn ihr sagt, okay, nee, das ist jetzt nicht meins, dann ist das auch okay. Weil ihr seht, ich muss hier eh noch ein bisschen. Mein Gott. So. Ja. Jetzt ist es eingestellt. Also immer schön rüber. In der Zeit, in der ihr euch jetzt gerade überlegen könnt, möchte ich gerne im Voice-Chat mit dabei sein oder einfach nur ein Ründchen schneiden. Erkläre ich mal kurz, worum es bei diesem Spiel geht und was das ganze Ding ist. Es ist so, dass Pegasus schon seit einiger Zeit Spiele-Comics hat. Spiele-Comics sind Comics, in denen ihr ganz, ganz viel entdecken könnt, in denen ihr auch ganz, ganz viel entscheiden könnt und in denen die Geschichte immer wieder ein bisschen anders verläuft, je nachdem, was ihr denn da auswählt. Und wir hatten da ein Let's Play schon gemeinsam, bei dem es so fast gut läuft. Oder lief. Ja. Jedenfalls ist jetzt ein neues Comic rausgekommen, beziehungsweise eine neue Comicbox, wie ihr hier seht. Ich habe jetzt gerade gehört, da vorne hat schon Bling gemacht und da ist auch schon jemand im Voice-Chat drin. Hallöchen, Nico. Hallöchen, Hallöchen. Bei dem ist es nämlich so, da habt ihr nicht eine Geschichte, die ihr mit einem Buch erlebt, sondern ihr habt eine Geschichte, die ihr mit vier Büchern insgesamt erleben könnt. Hier liegen nämlich vier Bücher dabei. Und bei diesen vier Büchern ist es so, dass das nicht vier unterschiedliche Geschichten sind, sondern es ist immer die identische Geschichte, allerdings aus verschiedenen Blickwinkeln. Ihr habt nämlich vier Charaktere, die hier durchlaufen und auf der Rückseite, die werden wir uns gleich nochmal Sascha hier, die werde ich euch gleich nochmal in Ruhe zeigen, weil wir uns einen dieser Charakter halt aussuchen werden. Die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten können, deswegen unterschiedliche Sachen. Und man bekommt auf der Rückseite immer so ein bisschen erzählt darüber, was kann Charakter X und was kann Charakter Y. Irgendwas blinkt da ganz doll. Na, was blinkt denn da so? Ach, da kommen jetzt einige Leute schon rüber, das ist ja wunderbar. Sodele. Ich habe im Moment übrigens den Discord noch nicht laut, wer sich da fragt, warum höre ich mich noch nicht. Das mache ich jetzt gleich, sobald die Erklärung rum ist. Also, wir werden uns einen Charakter hier vorne aussuchen und mit dem da durchlaufen. Das, was man auch schon hier vorne gesehen hat, bei den ganzen Szenen sind hier unten so Zahlen. Und wenn man das Buch durchblättert, dann findet man diese Zahlen unten am jeweiligen Rand. Und dementsprechend kann man darüber dann auswählen, was man denn machen möchte. Warum hat man diese unterschiedlichen Charakter? Ganz einfach, hier. Sie hier ist Mrs. Super Sneaky und kann dementsprechend sich durch einige Sachen dann durchhangeln. Ike ist eher der Mann fürs Grobe. Das heißt, er kann auch schon mal mit seinem Basie Sachen kurz und klein trümmern. Und dann haben wir noch Myrtle. Myrtle ist die Verkleidungskünstlerin und kann dementsprechend in unterschiedliche Rollen hüpfen und schlüpfen. Und last but not least haben wir noch Wingstar, ist der typische Ermittler, das heißt, der sieht eher Spuren. Und wenn man jetzt sagt, ich spiele das ganze Ding nicht alleine, sondern ich spiele das mit mehreren Leuten, dann hat das einen ganz enormen Pen-and-Paper-Charakter.
Das heißt, wie bei einem Rollenspiel hat jeder unterschiedliche Fähigkeiten. Das Comic, was drin ist, ist in der Regel identisch. Der Unterschied, der da ist, ist, dass bei den unterschiedlichen Comics unterschiedliche Nummern zu sehen sind und die dementsprechend unterschiedliche Sachen dann einfach ins Gespräch mit reinbringen können, wie man denn jetzt als nächstes durch dieses Comic durch möchte. Jo. Im Grunde genommen ist es das. Man hat in dem Buch, upsa, da hau ich erstmal gegen das Mikro, drei unterschiedliche Missionen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Ich werde hier auch nochmal eben auf die Webcam gehen. In der Hoffnung, dass ich ein bisschen reinzoomen kann. Ja, nein, kann ich leider nicht. Das ist ja super, ist es. So, bis so kann ich zoomen, dann schauen wir mal, dann ziehe ich das ein bisschen größer einfach. Damit man auch besser sehen kann, was wir denn da gleich so machen. Okay. Gut, dann ist an dieser Stelle jetzt der Voice-Chat auch mit reingeholt. Wer ist denn alles da heute zum gemeinsamen Sherlock Holmes-Spiel? Ja, Hallöchen. Ja, wunderbar, Hallöchen. Moin, Tim. Hallöchen. So. Wunderbar, dann ist der Chat voll, beziehungsweise der Voice-Chat und schön, schön, dann muss ich nicht alleine rätseln. Und das, also wer das letzte kennt, das ging nicht immer nur gut aus. Ich werde hier einfach mal bei Twitch, beziehungsweise in meiner Streaming-Software, sollte irgendwie etwas Wichtiges da sein, anfangen hier eine Quelle dazu zu fügen. Da steht im Moment, was wir um 13 Uhr gemacht haben, das ist ja Quatsch. So, ich nehme das mal eben raus. Denn wir werden mitten im Spiel ab und zu mal ein paar Hinweise uns auch notieren müssen. Das mache ich einfach da, damit ihr das auch mitsehen könnt. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also beim anderen, wie gesagt, wir haben vollendig verholzt. Solltet ihr nicht im Voice-Chat drin sein, aber gerne mitspielen wollen, dann könnt ihr natürlich auch den ganz normalen Chat bei Twitch benutzen. Jo. Dann fangen wir mal an und zwar mit der essentiellen Frage, wen sollen wir denn nehmen? Sollen wir Vicky nehmen als Sneaky-Tante? Sollen wir Ike nehmen als Hau-drauf-Männchen? Myrtle als Verkleidungskünstlerin oder die klassische Junior-Version von Sherlock Holmes? Lieber Chat, was ist denn eure Meinung dazu? Schwierig. Beim letzten Comic sind wir vor allem daran gescheitert, weil wir nicht genug Muskelmasse haben. Das war richtig, ja. Das sitzt noch tief, das Trauma. Ja, deswegen, also. Frage, was nehmen wir denn dann? Wenn ich das richtig rausgehört habe, würdest du gerne Ike nehmen? Okay. Im Chat ist auch einmal Vicky mit reingebracht. Das ist die Sneakerin. Läuft. Und Myrtle auch. Das heißt, abgesehen von Wiggins sind alle schon mal einmal genannt. Man muss ja nicht gleich einen Orkboy draus machen, man kann ja auch einen Warboss draus machen. Ja, genau. Also, wir haben diesmal keine Stats quasi verteilen, sondern diesmal geht es wirklich darum, dass wir eine Person auswählen, ja. Also, zweimal habe ich jetzt Ike gehört, im Chat stehen auch zweimal Vicky, oder wie sieht es aus? Jetzt Ike und Vicky, die anderen beiden packe ich schon mal weg. Die sind offensichtlich raus. Ike, okay. Dann nehmen wir Ike. Wichtig dabei ist, diese drei Leute hier, die wir nicht nehmen, das kann ich jetzt nämlich erzählen, die haben bestimmte Fähigkeiten, die wir zum Lösen bestimmter Situationen im Spiel benötigen. Ansonsten werden wir diese Situation nicht lösen können. Die Optionen sind jetzt weg. Ist aber nicht so schlimm. Das bedeutet nämlich gleichzeitig, dass neben den Entscheidungen, dass ihr nochmal mehr wieder Spielwert nimmt und dafür sorgt, dass ihr auch, wenn ihr mit mehreren spielt, durch die Kombination halt einiges umändern könnt. So, dann packen wir das Ganze hier mal in diese erstklassig schicke Box rein.
wo man halt auch nochmal kurz erzählt bekommt, wer ist denn jetzt was. Und stürzen uns in die erste der drei Missionen, die in diesem Spiel dabei sind. Ja. Man hat hier in diesem Buch übrigens auch für die Leute, die nicht so rätselaffin sind, beziehungsweise deren Frustrationstoleranzgrenze vielleicht nicht ganz so hoch gesetzt ist, hat man hier auch eine Lösung drin. Am Anfang ist hier einmal die Erklärung bzw. Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Und dann haben wir hier die Mission als Starter. Ich weiß nicht, inwiefern man das spoilert, wenn ich den Teil da einfach dabei lege. Sodele. Dann würde ich sagen, dann fangen wir einfach mal damit ein Ründchen an. Und zwar haben wir die Tutorial Mission 1, das Telegramm. Eure Mission besteht aus zwei Etappen. Zuerst müsst ihr diese Nachricht entschlüsseln und dann zum Telegrafenamt und sie an Scotland Yard schicken. Diese Nachricht hier anscheinend. Danach müsst ihr die Antwort von Scotland Yard abwarten und entziffern. Gut, das ist im Endeffekt das, was wir machen müssen. Ich hoffe, dass ich nicht zu stammelig lese, denn ich lese auf Kopf. Aber das wird schon ganz gut. Und dann haben wir hier einmal unser Dechiffrierblatt. Das werde ich beiseite legen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das nochmal brauchen. Und dann geht es hier unten nämlich weiter. Findet zunächst das Telegrafenamt auf der Stadtkarte. Es ist dort als blaues Kästchen mit einer 1 drin markiert. Wählt den Weg, der euch am angebrachtesten erscheint. Achso, ja, beginnt unter 122. Gut, das heißt, wir packen mal das Kärtchen aus, beziehungsweise auch die 122, denn hier sind die Auflösungen, die werde ich mal schon beiseite packen. So, Telegrafenkarte beiseite. Und wir starten bei 122. Also wir starten auch nicht vorne in dem Heft, sondern irgendwo mittendrin. Und orientieren uns jetzt nach den Nummern, die da unten sind. Nächste Seite. 100? 121, mein Gott. 100? 221? Na, guck mal. Wir stehen hier jetzt auf jeden Fall vor der Tür. Ihr seid draußen, wo geht's lang? Seht euch den Kompass an hier vorne. Der rote Pfeil zeigt nach Norden. Bevor ihr euch zu weit entfernt, notiert euch, dass Sherlocks Wohnung unter 100. Ja, gut, das können wir uns merken, nicht? Müssen wir mal eben. Seht ihr das überhaupt? Ganz schwer nur, ja, das sehe ich nämlich gerade auch, dass es ganz schwer ist. Ich versuche das mal alles ein bisschen näher ranzubekommen, ohne da monströs in der Gegend rumzoomen zu müssen. Aber eventuell muss das mal sein. So, dann ziehen wir mal hier das Bild ein bisschen größer, damit wir das auch einfach mal. Geht das so? Nee. Jein, das ist doch Quatsch. Ich muss irgendwie mit der Kamera muss ich näher ran. Jo, dann läuft das doch schon. Hier, einmal mit Profi-Equipment arbeiten. So machen wir das dann. Na, Leute, ihr seht. Also, ne, das läuft einfach erstklassig. Schau mal, ob ich... Das wird noch großartig. Komm, hör auf, ey. Ach, jetzt habe ich eine Idee. Und zwar ist echt das Problem, diese Webcam hier vorne. Ich habe keine Ahnung, was mit der los ist, dass die einfach immer so richtig nicht gut ist. Ist er? Ich dachte mal, dass hier... dass hier so eine Firma wie Logitech einfach andere Dings macht. So, aber wir kriegen das gebacken. So, ich bin jetzt hier in der Konfiguration drin. Ich werde jetzt mal den Zoom komplett rausnehmen und das Teil mal eben einmal richtig hier. Oh. Pading.
Na jetzt, oder? Na jetzt. Du müsstest vielleicht nur den, genau, das ein bisschen mit dem Chat ein bisschen anpassen, aber dann kriegen wir es super hin. Ja, genau. Also, wir stehen jetzt hier auf jeden Fall vor der Tür und müssen uns überlegen, wo wir denn gerne mal hin wollen. Das ist natürlich jetzt ein Träumchen. Oh. Dann mache ich erstmal die Webcam aus. Aus lauter Frustration hier. Machen wir Fokus nochmal ein. Damit der, den werde ich mir nämlich einfach mal hier einmal separat legen. Das ist doof. Sohle. Wir haben das gleich. Kann, ich meine, das ist immer das Schöne, es kann nur besser werden, nicht? So. Dann schauen wir mal. Ja. Wenn ich jetzt den Fokus noch glatt ziehe, na, sieh doch mal. Ja, schön. Ja, die Destroyer sind bei Games Workshop endlich nachgeliefert. Das ist richtig, genau. So, wir sind auf jeden Fall hier vorne. Ich werde mal eben einmal schauen, weil irgendwo stand da, schaut euch mal die Karte an. Wo mag denn die wohl sein? Ja. Ja, erstklassig, da ist er, genau. Sohle. Hier haben wir 3 und da war der Hinweis, das Amt ist bei der 1. Also hier unten. Da müssen wir hin. Und wir starten in der Baker Street. Das ist hier, ne? Baker Street, logischerweise. Ich lese mal so daneben. Das fängt ja direkt kompliziert an, Leute. Da ist die Baker Street. Wir Aber. müssen aber immer den Kompass bedenken, weil du hast die Karte jetzt so, dass Norden oben wäre, aber Norden ist eigentlich rechts von uns. Also muss ich die so drehen. Right? Chef, wir haben noch 6 Sekunden Verzögerung. Ach so. Ja, genau so. Ich habe keine Ahnung. Ich, also das kann wohl sein. Ja. Also was ich mir halt frage, ist, ob diese Symbole hier was zu bedeuten haben. Das ist einmal dieses Sechseck drauf und das fängt ja jetzt schon kompliziert an. Also was auf jeden Fall klar ist, ich denke, wir müssen eher hier Richtung 204 latschen, richtig? Als Richtung 138, okay. Ah, ja. So, 204. Dann gucken wir doch mal. 204, 204, ja. Ich gucke immer mal nach, weil beim letzten Mal, da habe ich mich immer ab und zu mal so ein bisschen vertan. So, jetzt stehen wir hier. An der Ecke Baker Street und Crawford Street. Vielleicht hilft uns das weiter. Wenn ich das mal einmal hier dazu nehme. Ich lege das mal einmal hier darüber, ja. So rum muss es liegen. Ja. Nein, so rum, mein Gott. Kann man die Lautstärke der Mitspieler etwas erhöhen? Ja, natürlich. Sag mal eben was, liebe Mitspieler. Hallo. So, ich hoffe, man hört euch jetzt besser, weil, genau, stimmt, fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte das Desktop-Audio runtergedreht, weil beim Pokémon Let's Play das so laut war. Juti, also wir sind hier. Ihr lieben Leute, ich brauche dringend Hilfe. Das weiß ich doch. Wir sind Bei da. dem Sechsecke. Ja, stimmt, wir sind jetzt beim Sechseck. Gibt es irgendeine. Ach, Kikes. Gut. Da ist das Sechseck und da ist jetzt Norden nach unten hin. Mein Gott, das ist aber ganz schön kompliziert. Das heißt, dieses Bild ist so aufgebaut. Wir schauen jetzt quasi die Baker Street runter. Ja. Ja, ich würde 24. Richtung 24, sagst du? Das klingt eigentlich ganz gut. Dann machen wir so einen kleinen Schlenker. Dann machen wir das nochmal. Ich habe keinen blassen Schimmer. Orientierung ist bei mir ganz schlimm. Ganz, also das kann ich so überhaupt nicht. So, aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wir sind jetzt beim. Mal auf die Karte gucken, hier bei dem Zeichen.
Und von hier sind wir gekommen, richtig. Das heißt, wir müssen eigentlich zu 133 weiter, kann das? Jo. Gesagt. Okay. Immer diese Ja-Sager. Wir wollen nur zum Amt rüber und das artet jetzt schon aus, Leute. Kennst du das aus dem echten Leben denn anders? Ich benutze mittlerweile immer mein Navi. Im echten Leben artet es meistens erst im Amt aus. Richtig, oh. Genau, ja. Genau, genau. So, jetzt, Leute, sind wir an der Wigmore Street, Portman Square und haben hier so unsere Karte. Das ist gar nicht mal so leicht. Also, ich überlege gerade, ob ihr euch das per Screenshot dann einmal so tüdeln wollt. Also, ja, das ist auch, ja? Du könntest halt, wie schon gesagt, Screenshot machen, einfach in den Maccom reinschicken, können wir es die ganze Zeit sehen. Ja, kann ich das jetzt auch im laufenden Betrieb machen? Wie mache ich denn jetzt einen Screenshot? Frau, hau raus. Auch wenn du musst auf Druck gehen auf die Taste. Ja, und dann? Gehst du am besten, öffnest du zum Beispiel Paint oder sowas und dann machst du Steuerung V. Achso, das, ja, das ist richtig. Dann kann ich es aber nicht zusammenschieben, richtig? Kann ich hier einen Screenshot nicht hier machen? Das, oder könnt ihr das machen? Ihr seid da sicherlich deutlich. Ja, ich mach das mal gerade. Cool, danke. Dann sag ihr Bescheid, wann ich wegziehen kann. Ja, kann schon wegziehen. Super. Der wichtige Teil allerdings, ne, wenn ihr auf den Screenshot jetzt gleich drauf schaut, hier vorne ist ja ist der Kompass. Und der Kompass, der ist auf den Bildern immer wieder ein anderer. Also die Ausrichtung. Wir sind auf jeden Fall hier jetzt beim Kreis. Da. Nee, 172. 172 müssen wir hin? 172, nicht einfach nur dieses Hütchenspiel? Ja, aber den werden wir einfach mit unserer Muskelmasse überwältigen und sein Geld nehmen. Ja gut, wenn ihr sagt, wir gehen zum Hütchenspiel oder in die Ecke, dann machen wir das nochmal. Also, mir wird jetzt auch nichts Besseres einfallen, ehrlich gesagt. Ja, denn, schöne Raubabpressung, wie sich das gehört. Denn ich bin gerade allerdings auch, ich bin gerade sehr irritiert, denn das hier ist. Ah, ne, gar nicht. Das ist das Zeichen hier, ne? Und wir müssten in die. Ich komme nicht mehr klar, Leute. Wir müssen doch eigentlich in dieser Upper Berkeley Street. Und da geht's in die Wigmore Street. Wir spielen einfach mal. Komm, machen wir. Was kommt denn dabei worum? Ah, super. Die Karte für Schätzung. Super, dank dir. Kein Ding. Dann schauen wir mal. 172. Sind wir hier oben? Da, na guck mal. Ihr habt kein Geld bei euch, Kinder. Okay, wenn ihr mein Rätsel löst, lasse ich euch durch. Ah ja. Wir hängen jetzt vor einem Rätsel ab. Zum Glück habe ich euch dabei. Wenn ihr dieses Rätsel nicht lösen möchtet, müssen wir zurück auf den Platz, wo wir gerade waren, oder was? Nee, da müssen wir 233. Hat etwas Negatives, wenn wir das Rätsel lösen? Ich weiß es nicht. Also, wenn ich den richtig verstehe, dann müssen wir das Rätsel lösen, damit wir an ihm vorbeikommen. Gut. Ich würde sagen, wir probieren es, oder? Ja. Ja, dann. So, aber die Frage ist halt, was, ne? Also, ich sag mal, das hier, das sind, was soll denn das? Also im Prinzip ist das einfach nur ein kleiner, mieser Typ mit seinem Hütchen- und Kartenspiel. Ja, ich guck mal nach und lese euch mal vor, nicht die Lösung. Jetzt hätte ich beinahe aus Versehen die Lösung aufgetippt. Da muss ich jetzt hier mit zwei Händen nicht aufpassen. So, wie funktionieren denn Rätsel? Im Laufe des Buches werden euch viele Rätsel begegnen, die es zu lösen gilt. Da sitzen wir hier jetzt gerade. Die Lösung der Rätsel ist oft eine Nummer. Habt ihr das Rätsel gelöst, dürft ihr bei dem Abschnitt mit der entsprechenden Nummer weiterlesen. Tja, das ist doch interessant, wie wir hier eine Nummer rausdestillieren wollen.
Bei Rätseln, deren Lösung keine Nummer ist, werden verschiedene Antwortmöglichkeiten genannt. Ihr müsst eine dieser Antworten auswählen und dann bei dem Abschnitt weiterlesen, der bei eurer Antwort steht. Für einige Rätsel erhalten bestimmte Charaktere zusätzliche Hinweise. Dazu müsst ihr die versteckten Nummern in den Charakterbüchern entdecken. Ja. Mich deucht, dass unser Schlägertyp jetzt hier keinen zusätzlichen Hinweis bekommen wird. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal die Nummer rausfinden, die in der Regel dreistellig ist, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Gut, also fassen wir mal zusammen. Auf dem linken Bild sehen wir die Becher zu ihm gedreht, mit den Karten vor ihm liegend. Mhm. Und auf dem zweiten Bild sehen wir die Becher umgedreht, mit Zahlenwerten und zwei verschiedenen Farben. Sowie zwei direkten Karten und zwei Karten mit Fragezeichen. Ja. Also entweder ist das ein mathematisches Problem oder ein logisches Problem. Okay, ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Weil also, Ja? Weil die Karten scheinen ja mit den Punkten, also die Farben der Karten scheinen ja mit den Farben der Punkten zu übereinstimmen, so wie es zumindest bei den beiden aussieht. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Was mir halt auffällt hier, die 7 hat 6 schwarze Punkte. Hier haben wir 6 schwarze Punkte und wir haben auch noch rote Punkte. Wir haben eine rote 7. Ja. Könnte da stehen. Aber fertig sind meine Tipps. Also ich finde, das macht schon Sinn. Dann hätten wir zumindest eine Zahl schon mal raus. Genau, richtig. Was jetzt allerdings schwierig wird, ist, wir haben hier zweimal die 4 als Punkteanzahl. Wir haben hier aber nichts, was zweimal noch zugegen ist. Ja, wir haben aber auch keine doppelte Zahl links, außer der 7. Ja, richtig. Deswegen ist halt die Frage, ne? Also in dem Fall, dass hier 6 Punkte gleichzeitig auch die 7 ist und man die hier hinpacken muss, müssen die beiden hier ja auch, die müssen auch zwei identische Zahlen ja dann haben, einfach nur in unterschiedlicher Farbe. Aber das kriegen wir hier nicht wiedergespiegelt. Wir haben aber auch die 3 rote und 3 schwarze Karten. Ja. Und die 7 ist jedes Mal die höchste Zahl und das Einzige, was doppelt ist. Ja. Das heißt, unter Umständen, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, ist es so, dass der Zweier, die oder das Schwarze mit 2 Punkten, was man hier jetzt nicht hat, also das rote 2 ist das Ass. Das Ass zählt hier vielleicht als 1. Und 2 und 6. Stimmt, im Chat steht gerade, 2 und 6 haben selbe Kartensymbol. 7 scheint ein Kreuz. Stimmt, ja. Genau, richtig. Und das Ass und die 4 haben. Ich weiß nicht, ob das auch noch was ist. Aber hilft uns das so weit, dass das. Die identisch sind? Nee, ich meine, führ mal ruhig weiter aus, weil, wie gesagt, ich stehe ja in der Tat. Ich habe das Ding gerade aufgemacht. Ich stehe etwas auf dem Schlauch. Die rote 6 würde ich dann als. Die rote 7 nehmen und die rote 4, die schwarze 4 eventuell als die 6, weil das die zweithöchste Karte ist. Ne, als die schwarze 2, weil das die niedrigste Anzahl an Punkten auf den Hütchen ist in schwarz und die niedrigste Zahl bei schwarz ist 2. Mhm. Ja, ich bin da komplett bei ihm. Es macht auf jeden Fall Sinn. Das war auch mein Gedanke, dass Ass ne, als 1 gewertet wird oder als die allerniedrigste und dann die 2 mit der 4 korrespondiert und jetzt in dem Fall zum Beispiel die 6 mit der 5 von den Punktenanzahl her. Es ist ein Träumchen, dass ich so viele Logiker dabei habe, denn trotz eurer Erklärung stehe ich noch auf dem Schlauch. Aber das klingt alles sehr gut und als wenn ihr gut da durchblickt, welche Nummer wird sich denn daraus ergeben, wo wir dann hier unten hingehen können? Wenn ich jetzt nicht falsch liege, wäre das ja die 72, ne? Ja. Ja. In der Aber Theorie. Dann muss ja noch eine Zahl vor, weil es sollen ja 3 Zahlen sein. Ja, es kann auch eine zweistellige sein. Dann nehmen wir die 72. Probieren wir. Ja. Gut. Mal gucken, wo wir da hinkommen bei der 72. Im schlimmsten Fall müssen wir nach Orkster einfach umboxen. Ja, das wollte ich von Anfang an machen, aber das gab es ja nicht zur Diskussion. Ihm auf die Finger hauen und sagen, wo müssen wir hin? Sag's mir. So, na sieh mal einer an.
Gut gespielt, Kinder. Ihr dürft durch. Das heißt, wir können geradeaus weiter zu 164. Erstklassig. Chapeau, Leute, Chapeau. Das habt ihr großartig gemacht. Ja, 164. An der Stelle hätte ich mich schon hart zusammenreißen müssen, dass ich da nicht aus Versehen die Dings nehme. Die Lösung. 162, habe ich gesagt, ne? Jo. Dann stehen wir jetzt da. Die Nummer haben wir nicht. Dann bleibt uns 164. Kannst du mal zurückgehen und gucken? Ja, wir waren bei der 72. 164, ja, danke. Das beim Überkopfblättern manchmal nicht ganz so easy. Alles gut, Chef. Wir sind in der Wigmore Street und haben da nur die 63, die ich hier sehe. Ich, aufgrund dessen, dass halt die Kamera manchmal das nicht ganz so mitnimmt, versuche ich zumindest hier ansatzweise darauf hinzuweisen, wenn da sehr kleine Zahlen dabei sind. Hier sehe ich aber zumindest im Moment nichts. Also geht's weiter zu 63. Jo. Das ist ja easy jetzt hier. Außer da kommt gleich wieder so ein Dings. Ah ja, du bist übrigens jetzt direkt tot. Diesmal haben wir genug Muskelmasse. Ja. Ja. So, ihr könnt das Telegrafenamt nur im Lauf von Mission 1 betreten. Vergesst nicht euch, die Nummer zu notieren. Welche Nummer? Die? Entweder die 201 oder die 63. Ja, das ist richtig. Einfach beides aufschreiben. Schreib's mal in den MacCon-Chat. Ja, das ist gut. Ja, wunderbar, macht's mal. Ja, wunderbar, gut. Dann muss ich hier nämlich das Ganze... 63, nicht die 163. Wir sind bei Bild 163, bei Bild 63, ja. Ich guck mal eben, ich hab ehrlich gesagt schon so ein bisschen... Mussten wir da jetzt rein bei der ersten Mission? Wir müssen... Ja, wir haben gesagt, wir müssen irgendwo hin. Ich glaube, eine Nachricht müssen wir aufgeben oder irgendwie sowas war's. Mussten wir sie nicht um Geld erpressen? Ihr müsst zuerst diese Nachricht entschlüsseln. Ich lege es nochmal hier hin. Ich weiß nicht, was mit dieser Nachricht gemeint ist. Also die der in der Hand hält vielleicht. Wir sollen auf jeden Fall als allererstes ins Telegrafenamt. Ja. Dann bleibt ja nicht so viel über, als dass wir jetzt in die 201 reingehen. Right? Aber Wir haben ja noch keine Nachricht entschlüsselt. Nee, das ist richtig. aber warte mal. Wir müssen zuerst die Nachricht entschlüsseln und dann zum Telegrafenamt und sie an Scotland Yard schicken. Jo, das heißt, unsere erste Mission ist erstmal, das zu entschlüsseln. Ja, aber was? Gut, was haben wir denn? Wir haben ein Morse-Alphabet, wenn ich das richtig sehe. Das haben wir. Was aber nicht mit dem richtigen übereinstimmt. Ja, also ein fiktives Morse-Alphabet plus wahrscheinlich eine Nachricht in diesem Morse-Alphabet verfasst. Ja, ja. Nur wo ist in den Bildern nebendran vielleicht die Nachricht da, irgendwo abgebildet oder so? Hier? Ich glaube nicht. Weil dann haben wir keine Nachricht, die wir entschlüsseln können. Dann erstmal reingehen, mal gucken. Ja, vielleicht hängt die da irgendwo. Oder der. Vielleicht ist es auch so, weil hier steht, wir können da nur rein in Mission 1. Vielleicht holen wir die dann automatisiert raus. Achso, dass wir erstmal die Nachricht bekommen, dann schlüsseln müssen und dann abschicken. Ja, ansonsten machen wir offensichtlich ein bisschen Backtracking hier. Sicher, dass wir in England sind? Klicken wir nach deutschen Bürokratie. Ja. Warte mal. Da müssen wir Nummer ziehen, um es anzukommen. Passierschein A38. Genau. Ja, so endet das hier, ich merke das schon. Sulla, wir sind jetzt im Amt drin und können uns die 99 anschauen. Es sind Luftballons, ganz klar. Ja, richtig. Dann schauen wir doch mal. Nicht, dass wir jetzt gleich alle hier in der Gegend wegfliegen. Instant tot. So. Guten Tag. Möchtet ihr eine Nachricht verschicken? Stimmt ab, ob ihr ihm die Nachricht anvertrauen wollt. Warte doch. Ja, ganz klar 265. Ja, aber welche Nachricht denn? Na, wieso? Wir haben doch die beste Möglichkeit überhaupt. Ja, wir haben ja, wir haben nein und nein. Und außerdem hätte ich
größte Lust, ihn zu verprügeln. Also, ich möchte mal kurz erwähnen, ne? Also, ja. Schurken sind in fast allen Filmen kahlköpfig. Okay, ja, ja. Allein das wäre schon ein Grund, ihn zu verprügeln. Und zweitens hat er nur guten Tag gesagt und nicht guten Tag, mein Herr. Das ist ein zweiter Grund. Ja, ja. Und der dritte Grund ist, er hat eine Brille und ist somit ein Nerd. Und dann haben wir schon drei Gründe. Das muss doch reichen. Er hat zwei Monokel, weil er hat keinen Zwischenstück. Oh ja, stimmt. Ja, richtig. Ja, ruf aufs Gebiss. Also seid ihr alle der Meinung, dass wir einfach unsere Sonderfähigkeit hier unten ziehen sollen? Ich höre keinen Widerspruch. Meinetwegen ja. Jo. Ja, im schlimmsten Fall landen wir wieder hier, weil es daneben geht. Ja, gut. Oder sowas. 265, das Spiel ist dann rum. Nein, 265, schauen wir doch mal nach. Hauen wir dem einfach mal auf die Mütze, weil was können, nicht? Dafür haben wir den Moment, genommen. Moment, drohen wir es nur an. Ja. Hä? Wir drohen es ja eigentlich erstmal nur an. Nee. Oh, Scheiße. Du hättest dich nicht mit diesem Typen anlegen sollen. Der Telegrafist und seine Komplizen, die er zur Verstärkung gerufen hat, haben dich K.O. geschlagen. Ich habe doch gesagt, das war der Böse, aber nein. Ja, wenn du alleine spielst, ist dein Abenteuer hier vorbei. Aber wir sind doch zu fünft. Nämlich Dager Telegrafenbeamter. Kriegen wir das irgendwie mal hin, so ein Abenteuer zu spielen, bei dem wir nicht auf einer Instant-Tod-Karte landen? Wir waren ja nicht Instant-Tod. Ja, ja. Wir sind ja zu fünft. Ja, wenn ihr als Gruppe spielt, dann würden die anderen unter 102 weitermachen, aber wir haben ja leider keinen anderen Charakter mitgenommen. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir mal den zweitgevoteten Charakter und versuchen es mit dem nochmal, wenn ihr noch Lust habt. Jo. Ja. So, dann lege ich die mal eben beiseite. Ich muss nämlich ich glaube, wie hieß der, Vicky oder so, ne? Die muss ich mal eben aus der Packung rauspflücken, ja. Da liegt gerade die Webcam drauf. Die Frage ist aber immer noch, welche Nachricht? Ja, das ist richtig. Und die zweite Frage ist, wieso haben wir gegen die Typen verloren? So. Weiß nicht, aber die freut's auf jeden Fall ganz enorm. Vicky war's, genau. Dann holen wir mal die Vicky raus. Kannst du nächstes Mal so einen Warnhinweis machen? Gewalt ist keine Lösung. Nee, nix da. Beim letzten Mal haben wir genau deswegen das gleiche Ende übrigens gehabt. Upsa. Aber das jetzt stimmt doch gar nicht. Letztes Mal wurdest du von der Schlange gebissen, weil du die Schlange nicht verprügeln konntest. Ja, ja, sag ich ja. Also deswegen ja, wir hatten letztes Mal das gleiche Ergebnis, obwohl wir keine Gewalt genommen haben. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir so unfassbar häufig einfach genau dieses Ergebnis bekommen. Wir sterben einfach immer. So, 102. Bei 102 steht die Wiki. Dann schauen wir doch mal. 102. Verdammte Axt, ey. Jetzt mal ohne Flachs. So. Ja, aber Dennis, zu unserer Verteidigung. Du redest mit Tabletoppern, die ein Gewaltspiel spielen. Versuchst du ein logisches Rätselspiel zu spielen. Ja, guck mal. Hier, wir stehen jetzt da. Also, hier... Der arme Ike ist schon einfach platt und tot. Und jetzt versperren die uns den Weg. Die einzige Option, die wir haben, ist die 14. Ich hoffe... Die 14, dass wir sterben. Ich weiß nicht. Also ich sehe hier ansonsten auch keine andere Alternative, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mal einmal gucken, einfach aus Neugierde heraus, was würde denn das andere Buch bei der... Ob uns das eine andere Option gibt. Aber... Nee... Ike darf nur noch mitlesen, also der hat auch keine Nummer stehen. Gut, dann huschen wir mal zur 14 rüber. Ah, das kann ja was geben, ey. Leute. Wie man es macht, machen wir es irgendwie nicht nur richtig, wa? So. So, jetzt sind wir bei der 14. Hat sich deine Gruppe aufgeteilt, dann gehen wir zu 228. Wir haben ja nur noch einen Charakter. Ne? Wenn das nicht der Fall ist oder du allein spielst, geh zu 160. Dann gehen wir zu 160, richtig? Wir spielen ja theoretisch jetzt alleine. Ja, ja, genau. Wir haben einen Charakter, wir haben ein Leben, haben wir schon da durchgebracht. Ja, er ist bewusstlos, er ist noch nicht besiegt. Nee. So, jetzt sind wir hier. Das ist natürlich eine gute Frage. Wir können raus, aus dem Fenster, 28. Und, keine Ahnung, was wir bei 235 machen können.
Das Ding ist, lassen wir Ike da und hüpfen aus dem Fenster raus. Oder gucken wir, ob wir Ike noch retten können. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir gerade vor den Typen ab, die es geschafft haben, unseren Grobian zu verprügeln. Hohe Zahlen sind böse. Hm? Hohe Zahlen sind böse. Ja, kann gut sein, ja. Also, was machen wir denn? Also, ich glaube, wir sind maximal im ersten Stock und deswegen würde ich sagen, through a window in the world. Hätte ich auch gesagt. Ja, okay. Allein dadurch, dass wir wirklich spielen. Ja, ja. Die hat wenigstens noch die Chance, sich an diesem was auch immer da Kabel, was auch immer runterzuhangen. Ja, okay. Ich glaube, Ike wird einfach fallen und tot. Können wir unsere Joker-Fähigkeit an der Nase kratzen zufällig benutzen, dass wir die richtige Idee bekommen? Leider nicht, nein. Oh. Also sind jetzt alle dafür? Ich frage nochmal in den Discord-Chat, da sind noch zwei andere dabei. Tim, Zimbal, was sagt ihr? Ja, ich würde auch die 28 nehmen. 28, okay. Alle wollen gerne runterspringen. Dann machen wir das doch mal. Oder rausklettern, wie auch immer. Ja, Ike, tut uns leid. Wir sind zwar kleine Kinder, aber das Leben ist auch jetzt schon hart. So, schneller. Irgendwo haben wir die anderen offensichtlich gefunden und huschen weiter bis zur 4. Es sind auch... das ist ja spannend. Cool. Daran finde ich, sieht man, wie krass dieses Comic eigentlich gezeichnet ist. Weil, guck mal hier, alle drei Charaktere, abgesehen von unserem erschlagenen Ike, sind auf dem Bild drauf. Die Geschichte weiß, was passiert ist. Mega. Als ob ein Erzähler Bescheid wüsste, ja, was passiert. Aber ich habe halt früher immer die Comics hier von einem lustigen Taschenbuch im Kopf gehabt. Und das ist schon einfach mal eine Klasse mehr. Jetzt gehen wir ganz an den Anfang der Geschichte, fast auf die 4. Ich bin mal gespannt, ob wir den Ike noch wiederkriegen. Klasse 2. Ich vermisse Ike. Ja, ja. Er hat ein Hütchenspiel ausgetrickst. So ist es, genau. Jetzt einmal gucken hier, weil den Fokus, den muss ich mal eben manuell setzen. Da ist er ja wieder. Der Fokus. Nee, der Ike. Nee, Ike. Ike ist da. Ike ist da, mein Gott, ja. So, lasst uns verschwinden. Wenn Ike bewusstlos war, ist er wieder zu sich gekommen und hat euch erreicht. Na, sieh mal einer an. Das alles hat, richtig gemacht. Ja, doch das hat nicht gereicht. Eure Mission ist gescheitert. Fangt von vorne an, steht unten. Oder wählt eine neue aus der Mission. Also haben wir einfach nur verkackt, ohne dass jetzt alle gestorben sind. Ja, wunderbar. War doch schon mal eine Steigerung zum letzten Mal, so wie ich es mitbekommen habe. Das ist richtig, ja. Beim letzten Mal wurden wir, ich glaube, von Skorpionen totgestochen ins Herz rein. Spinnen haben uns gebissen und eine Schlange und gleichzeitig noch erwürgt. Nicht zu vergessen, man hat auf uns geschossen. Zweimal. Aber das hat uns nichts gemacht. Das waren die Tiere, die uns getötet haben. Ja, wunderbar. Ich meine, was natürlich schön ist, ist, damit hat das Ganze genau in diese 45 Minuten reingepasst, nicht? Aber das Ende ist schon... Ah! Das war die einfache Trainingsmission. Einfach nur, damit wir das alle mal schön über einen Töch bekommen. Das war die einfache Trainingsmission. Ich sehe da kein Problem. Wir haben alle überlebt. Wir wissen, wer der Schurke ist. Ja. Aber wir wissen immer noch nicht, was das für eine Nachricht war. Und auf wessen Basis wir hätten herausfinden können, ob wir diesem Typen trauen können oder nicht. Ich habe doch gesagt, er hat eine Glatze. Ja, dann wahrscheinlich, ne? Das ist also, das heißt, wenn Nico hier Sherlock Holmes die Nachwuchsinvestigatoren spielt, haut er jedem mit Glatze als Ike auf die Mütze drauf, die nicht vorhanden ist. Ja ich mache das einfach wie Bud Spencer. Dampfhammer löst alle Probleme. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Gut. Unabhängig vom Ende, ich stehe auf diese Spielsysteme. Und bei dem hier ist es halt nochmal was Besonderes, denn man hat, wie gesagt, ne, habt ihr ja so gesehen, so ein bisschen den Pen and Paper Charakter dabei. Wisst ihr noch, bei welchem, bei 201 war das, ne? Was hätte Vicky gemacht? Wir können ja mal einmal einfach gucken. 201 war, ne, 99 war das danach, ne? Habt ihr es noch im Kopf? Also das Telegrafenamt war die 201 und dann, glaube ich, die 99 beim Beamtenanzeigen. Genau. Ja, dann gucken wir mal, welche Option hätten wir denn mit Vicky bei der 99 gehabt? Einfach um zu gucken, was macht denn da... Ach na schau, schönen guten Tag, stimmt ab, ob ihr ihm eine Nachricht geben wollt. Ja oder nee? Sie hätte auf jeden Fall ihm nicht auf die Schnauze hauen wollen.
Aber ist das dann nicht so ein bisschen verarsche, dass man mit Ike ein Ende bekommt, den man unbedingt verlieren muss? Ja. Aber ich sag mal, muss sein. Genau, also das ist ja, wahrscheinlich wirst du das bei allen haben, aber bei Ike ist es halt so, ne, dann hast du jetzt in deinem Tutorial gelernt, es ist nicht immer gut, allen auf die Fresse zu hauen. Ich habe das nicht gelernt. Siehst du? Ich habe nur gelernt, mit mehr Gegnern zu rechnen. Ja. Ne, aber großartig. Ich mag, wie gesagt, ich mag dieses Spiel, aber das heißt auch, ne, zum Beispiel, wenn ihr das Spiel in Comic 1 schon durch habt, dann nehmt euch Comic 2 und die Wiki wird logischerweise an anderen Stellen eigene kleine Nummern haben. Gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich bei den Leuten im Chat auf jeden Fall fürs Mitspielen. Ich bin guter Dinge, also wir werden sicherlich, werden das nicht die letzten von diesen Comics gewesen sein, die wir hier auf dem Kanal gespielt haben, zusammen. Und ich bin guter Dinge, dass wir das irgendwann mal schaffen, dass wir zumindest nicht innerhalb der ersten Stunde sterben. Das ist so mein Ziel. Mal nicht innerhalb von einer Stunde sterben. Weil ich habe mal geguckt, bei dem anderen war es auch so, wenn man die Erklärung vom Spielmechanismus rausnimmt, haben wir es auch nur eine Stunde ausgehalten. Und waren tot. Das ist ausbaufähig, ihr Lieben. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin guter Dinge, wir schaffen das. Gut. Dann war es für den heutigen Stream quasi von der MacCon, von der Online-MacCon. Ich hoffe, dass gerade auch ihr, die so eifrig hier mitgemacht habt, dass auch ihr ein bisschen Spaß dabei hattet und ein bisschen so dieses digitale Messe-Feeling rüberkommen konnte mit wir testen Spiel viel aus, wir können ein bisschen miteinander schnacken. Als, ja, ich sag mal, als kleiner Ausgleich dafür, dass man in diesem Jahr sich leider ja nicht so häufig so in echt sehen darf, kann, was immer sehr schade ist. Gut, noch irgendwelche letzten Worte meiner edlen Mitstreiter? Immer schön weitermoschen. Ja, das auf jeden Fall, so schaut's aus. Und eine Menge Kaffee trinken. Das ist ja hier, ne? Also das, auch das, das ist so traurig da. Da muss mal mehr her, ihr Lieben. Größere Tasse? Größere, das ist, ja, vielleicht sollte ich mir eine eigene Kanne einfach holen. Ich lasse es sein. Große Tassen, Quatsch, einfach eine Kanne. Oder ich stelle mir den Apparat direkt hier an den Monitor da oben hin. Dann läuft es runter und ich lege mich regelmäßig drunter. Das, vielleicht wird das auch was. Ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Auch dieses Video geht jetzt anschließend noch zu Sascha hier, zu Dings, zu YouTube hoch, genau, richtig. Das erste, das Trails by Trolley ist schon online und das zweite, das Pokémon geht online und das hier geht nämlich auch dann noch heute online. Jo, ich kann dann nur noch mich einmal groß bedanken für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ihr noch einen schnieken Samstag habt und dass wir uns dann nächste Woche zum Live-Warp-Geflüster wiedersehen. Dass wir uns vielleicht auch im Video wiedersehen. Gracias für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Immer fein. Weitermoschen. Weitermoschen. So schaut's aus. Sehr gut.